Das Vier-Ohren-Modell von Friedrich Schulz von Thun. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Christina Maywald und ich möchte dir heute in der Serie meiner Denkmodelle zur Persönlichkeitsentwicklung ein weiteres Modell vorstellen, und zwar dieses sogenannte Vier-Ohren-Modell. Es ist auch unter anderem Begriff bekannt. Ich habe jetzt das am häufigst verwendeten genommen, nämlich vier Ohren. Und zwar, es geht um vier Ohren und um vier Schnäbel. Im Prinzip geht es darum, dass Friedrich Schulz von Thun herausgefunden hat, dass wir immer auf vier unterschiedlichen Ebenen sprechen und auch hören. Und zwar gibt es da die Sachebene, dann gibt es die Selbstkundgabe, die Beziehungsebene und die Appellebene. Das heißt, wir sprechen immer auf diesen vier Ebenen und wir hören auch auf diesen vier Ebenen. Anders gesagt, es gibt immer alle vier Ebenen und es schwingen bei jeglicher Art von Kommunikation immer auf beiden Seiten alle vier Ebenen mit und die allerdings in unterschiedlicher Intensität. Das heißt, manche sprechen eher auf der Sachebene und kann aber sein, dass das Gegenüber mehr auf der Beziehungsebene oder der Appellebene hört. Wir gehen noch näher darauf ein, nur dass wir mal jetzt rein von der Theorie, also es gibt immer alle vier Ebenen und eine ist immer ausgeprägter, sowohl auf der Seite dessen, der spricht, als auch auf der Seite dessen, der zuhört. Und das kann eben unterschiedlich sein. Also wenn der Sender und der Empfänger einen unterschiedlichen Fokus haben, unterschiedliche Ausprägungen haben, dann kann es zu Konflikten kommen. Ich beginne mal mit einem praktischen Beispiel, das in einem Buch von Friedrich Schulz von Thun drinnen stand, schon bei Miteinander reden. Und zwar, das ist das bekannteste Beispiel. Angenommen, eine Frau, also Ehepaar, fährt mit dem Auto, sie steht mit dem Auto an der roten Ampel, die Ampel schaltet um auf grün und sie fährt aber nicht gleich los. Und dann sagt der männliche Begleiter, es ist grün. Nur dieses es ist grün, und das ist eben das typische Beispiel oder das bekannteste Beispiel von Schulz von Thun selbst. Wie meint's der Mann? Und wie versteht es die Frau auf diesen unterschiedlichen Ebenen? Und zwar, wobei das ist jetzt egal, ob jetzt der Mann fährt oder die Frau fährt, aber eine Person sagt etwas und meint etwas und die andere Person versteht etwas. Wenn jetzt der sagt, meint, die Ampel hat auf grün geschalten, also ganz einfach Sachebene, könnte ja sein, dass sie es übersehen hat oder was, einfach die Feststellung, die Ampel hat auf grün geschaltet, ist, wenn die andere Person auch auf der Sachebene das versteht, also mit bevorzugter Ebene eben Sachebene hat, dann ist eben so, sie hört auch, die Ampel steht auf grün. Ohne irgendwelche Hintergedanken, einfach Sachebene, Fakten, die Ampel steht auf grün. Wenn wir jetzt aber auf die Selbstkundgabeebene gehen, also die zweite Ebene, dann könnte es sein, dass jetzt eben die eine Person meint, ich habe es eilig und möchte losfahren. Und die andere Person eben auf der Selbstkundgabeebene versteht, du bist zu langsam. Allein aus der Aussage, es ist grün. Und da wird eben auf Selbstkundgabeebene beim Hören auch automatisch hineininterpretiert, du bist zu langsam. Gehen wir auf die Beziehungsebene. Beziehungsebene, jemand sagt, es ist grün und meint, ich kann besser Auto fahren, weil ich wäre jetzt schon losgefahren und überhaupt und außerdem, weil ich bin so gut und so schön. Und die Person, die es hört, versteht auf der Beziehungsebene, du kannst nicht Auto fahren. Weil es ist jetzt grün und irgendwie, was soll das jetzt? Du bleibst stehen und du kannst einfach nicht Auto fahren und du bist zu blöd dazu. Die vierte Ebene ist die Appellebene. Da ist eben jetzt dieser Appell von dem, der spricht, so jetzt fahr endlich los, mach voran. Und der Empfänger versteht eben, das nächste Mal fahr wieder ich. Du bist zu blöd, du fahrst jetzt und das wird nichts. Du kannst nicht Auto fahren, nächstes Mal fahre wieder ich. Und wenn du dir das jetzt schon mal anschaust, wenn jetzt zum Beispiel
Darum ist es auch so typisch mit diesem Beispiel Mann-Frau, weil ja sehr oft auch unterstellt wird, dass Männer eher sachlich kommunizieren und Frauen eher Beziehungsebene oder eben nicht auf der Sachebene kommunizieren und eben auch nicht verstehen. Wobei ich persönlich dazu sagen muss, dass ich sehr oft auf der Sachebene kommuniziere, das auch meine und verstehe und von daher oftmals aber auch dann Antworten gebe, die mein Gegenüber nicht annehmen kann, weil mein Gegenüber eben nicht auf der Sachebene kommuniziert. Das heißt, dieses Mann mit sachlich und Frau mit alles andere funktioniert nicht wirklich. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe eher männliche Denkweisen, von daher passt für mich da jetzt eher auch die Sachebene. Also jetzt bitte dieses Mann meint und Frau versteht jetzt nicht als Regel sehen, sondern es ist aber so eine typische Vorannahme, so ein typisches Vorurteil, dass Männer eher sachlich kommunizieren und Frauen auf den anderen Ebenen verstehen oder auch auf den anderen Ebenen kommunizieren und Mann eben mehr sachliche Aussagen braucht. Schauen wir uns die Ebenen einzeln nochmal an. Bei der Sachebene geht es um Zahlen, Akten, Daten, Fakten, also um Sache. Und der Sender muss sein oder ihr Anliegen klar und deutlich eben sachlich formulieren. Und als Empfänger geht es darum festzustellen, ob die Inhalte jetzt, wenn ich der Empfänger bin, ob die für mich wahr oder unwahr sind und ob die relevant sind oder irrelevant für mich als Empfänger. Und dann auch, ob sie ausreichende und verwertbare Inhalte besitzen. Also worum geht es jetzt wirklich? Beim Sender um die Frage, worüber informiere ich dich? Und beim Empfänger um die Feststellung, was sagst du mir? Jetzt rein wirklich sachlich. Bei der Selbstkundgabe geht es eben um den Ausdruck von Dingen, die einem selbst wichtig sind. Und die jeweiligen Aussagen haben immer etwas mit dem Sender an sich zu tun als Selbstkundgabe. Da geht es um die Werte, die Emotionen, die Bedürfnisse des Senders, dessen, der spricht. Also konkret jetzt beim Sender, was verrate ich über mich? Weil ich eben meine Emotionen zum Beispiel mit einfließen lasse oder eben meine Bedürfnisse unterschwellig mitkommuniziere. Und beim Empfänger ist eben so, wer bist du? Wer bist du, der dort mit mir spricht? Jetzt nicht nur, was sagst du mir, sondern auch, wer bist du? Dass das wichtig ist. Und bei der Beziehungsebene geht es eben um die Beziehung zwischen den beiden Personen, zwischen Sender und Empfänger. Da geht es um Wertschätzung, um Achtung und Missachtung, um Respekt, um solche Dinge. Das heißt, ganz konkret geht es um, wie stehe ich zu dir aus Sicht des Senders? Und aus Sicht des Empfängers eben, wie stehst du zu mir? Eben auch da diese Entscheidung, ich sende etwas und gebe das, wie ich zu dir stehe, mit. Und der Empfänger kann durch diesen Teil der Kommunikation auch feststellen, wie der Sender zu dem Empfänger steht. Dann haben wir noch die Appellebene. Und bei der Appellebene geht es eben darum, was der Sender vom Empfänger bekommen möchte. Da geht es um Wünsche, um Ratschläge, um Anweisungen, also konkret um, was will ich von dir als Sender und als Empfänger, was willst du von mir? Also immer so Appell jetzt, das macht das gefälligst und so, eher Appell, dann eher auch Auftrag und so. Ich habe noch ein zweites Beispiel, und zwar, wenn jetzt ein Kunde bei einer Firma anruft und sagt, ich warte jetzt seit 10 Tagen auf die Lieferung, ist jetzt eben ein Beispiel aus dem Business-Bereich, wobei, wenn die Diskussion nur übers Telefon läuft, da jetzt eben auch das Visuelle fehlt, dass bei jetzt einem Auge-im-Auge-Gespräch eben sieht man auch die Mimik und die Gestik und das Ganze. Und wenn es dann überhaupt auch noch über E-Mail läuft, dann fehlt auch noch nicht nur das Visuelle, sondern auch das Auditive, also die Betonung. Und da ist eben jetzt, darum habe ich jetzt dieses Business-Bereich-Beispiel noch mit reingenommen, weil heutzutage viel eben auch über E-Mail-Kommunikation getätigt wird und von daher auch hier jetzt eben auch immer zu berücksichtigen,
sein sollte oder es wichtig ist eben, dass wir davon ausgehen, es kann sein, dass mein Gegenüber auf einer ganz anderen Ebene als bevorzugte Ebene kommuniziert. Also auch im Businessbereich heißt ja nicht immer, dass wenn etwas sachlich klingt, dass es wirklich sachlich ist, beziehungsweise wenn jemand etwas anderes hineininterpretiert, es kann sein, dass das dann mit der Sache an sich gar nichts zu tun hat. Wenn wir uns jetzt dieses Beispiel anschauen, also ich warte jetzt seit 10 Tagen auf die Lieferung als Aussage eines Kunden, kann sein, dass der Kunde, die Kundin meint, eben auf der Sachebene, ich warte seit 10 Tagen auf die Lieferung, die bestellte Lieferung ist noch nicht angekommen. Einfach so Fakten. Die bestellte Lieferung ist noch nicht angekommen. Und es kann aber jetzt sein, oder in diesem Fall, wenn der auch auf der Sachebene kommuniziert, der Servicemitarbeiter oder die Servicemitarbeiterin hört eben, es gibt ein Problem mit der Lieferung, weil sie ist jetzt seit 10 Tagen noch nicht angekommen. Auf Basis oder auf Ebene der Selbstkundgabe ist jetzt eben, wenn die Kundin schreibt oder der Kunde schreibt, ich warte seit 10 Tagen auf die Lieferung, kann auch sein, dass dahinter steckt eben, ich gerate dadurch in Verzug mit meinen Aufträgen. Vom Servicemitarbeiter ist dann, ich bin unzufrieden mit der Leistung. Also der Kunde ist unzufrieden mit der Leistung der Firma. Auf der Beziehungsebene wäre das jetzt auf Kundenseite, ich bin enttäuscht, bisher waren Sie ein zuverlässiger Geschäftspartner, Geschäftspartnerin. Und der Servicemitarbeiter oder die Mitarbeiterin hört raus, das ist schlampige Arbeit. Bei der Appellebene wäre es dann eben auf Kundenseite, ich warte seit 10 Tagen auf die Lieferung, also beschleunigen Sie den Prozess und sichern Sie mir einen definitiven Liefertermin zu. Und auf Servicemitarbeiterseite kann es sogar sein, dass der dann versteht, ich erwarte eine Entschädigung für meinen Ärger. Das heißt, hier jetzt eben auch nochmal extremer, dass es sehr wichtig ist, was die bevorzugte Ebene ist. Und da komme ich jetzt auch noch zu einem zusätzlichen Thema, was speziell im esoterischen Bereich eben so gang und gäbe, ist eben dieses zwischen den Zeilen lesen. Das heißt, sehr oft ist es gerade in so esoterischen spirituellen Kreisen so, dass jemand stolz darauf ist, dass sie oder er zwischen den Zeilen lesen kann. Aber in Wirklichkeit geht es einfach nur darum, dass die einfach nicht sachlich zuhören wollen können, was auch immer, und daher eben eine der anderen Ebenen reinbringen. Was jetzt aber an der Sache und an der Sachebene nichts verändert. Und das ist das, was ich immer so faszinierend finde und was ich auch oft erlebe, eben, dass ich eben wirklich eher der sachlich kommunizierende Mensch bin und dann eben mir alles Mögliche unterstellt wird, wo ich dann da sitze und sage, ich habe einfach eine sachliche Feststellung von Zahlen, Daten und Fakten von mir gegeben, und was daraus wird, ist einfach grenzgenial. Also mein persönliches Statement dazu auch noch ist eben, nicht nur von der Ebene her, sondern auch jetzt ausblickend oder rückblickend auf einige meiner Videos hier schon in Bezug auf Kommunikation mit dem Unbewussten. Es hat ja jeder Mensch seine eigenen Überzeugungen und Glaubenssätze. Ich meine, das ist Fakt. Da glaube ich, braucht man darüber nicht mehr zu diskutieren. Was vielleicht nicht immer bedacht wird, ist, dass eben diese Filter, also diese Überzeugungen und Glaubenssätze als auch Filter des eigenen Blickes auf die Welt funktionieren. Ich meine, ist eigentlich auch logisch und sachlich nachvollziehbar, aber es wird jetzt nicht immer berücksichtigt. Also wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, hat jeder der beiden eigene Überzeugungen und Glaubenssätze. Und aus denen heraus ist, das ist wie ein Filter vor dem eigenen Blick auf die Welt. Und diese Filter beeinflussen ja schon auch den Blick auf die Welt und wie man in eine Kommunikation reingeht. Und diese Filter werden dann auch dem Gegenüber übergestülpt. Was ich zuerst eben gesagt habe, wenn ich sachlich kommuniziere und der andere aber auf der Beziehungsebene ist, dann hört er ja ganz anders oder nimmt etwas anderes wahr, weil es eben eigene Filter sind. Und dann gibt es auch noch die ganzen Überzeugungen und Glaubenssätze. Also meine Eltern waren zutiefst negativ eingestellt und da waren immer alle anderen böse und schlecht und was weiß ich was alles.
Und sie konnten nicht raus aus diesem, eigentlich bei ihnen war es schon fast Gefängnis des eigenen Denkens, weil sie das immer allen anderen übergestülpt haben. Das heißt, es hatte auch keiner eine Chance. Und das ist etwas, was ich hier jetzt an dieser Stelle auch nochmal eben explizit ansprechen möchte, weil das eben auch gerade zu diesem Vier-Ohren-Modell auch noch dazugehört, dass jetzt nicht nur diese Ebenen wirken, sondern auch die eigenen Überzeugungen und Glaubenssätze natürlich damit reinspielen. Und hier jetzt eben auch noch so, dass du mal mit, dass du dir das mal auch vorstellst, wenn du jetzt oder ich jetzt vorrangig auf der Sachebene kommunizieren, wenn jetzt das Gegenüber vorrangig auf der Beziehungsebene zuhört, dann ist das aber auch ganz was anderes, was er oder sie hört oder liest, als wie wenn mein Gegenüber vorrangig auf der Selbstkundgabeebene zuhört. Das heißt, es ist auch vollkommen egal, wenn ich auf der Sachebene kommuniziere und mein Gegenüber nicht auf der Sachebene hört, dann kann es da jetzt zu Diskrepanzen kommen. Das heißt, der Empfänger empfängt mehr über die Beziehung, die Selbstkundgabe, die Appellebene, als über jetzt eben die Sache an sich. Und oftmals ist es eben so, dass wenn jetzt jemand etwas anders wahrnimmt, etwas anders empfängt, als es der Sender überhaupt wollte, als dessen Intention oder seine Ebene war, dann sagt oftmals das, was der Empfänger empfängt, mehr über den Empfänger aus als über den Sender. Also ich habe das immer wieder in Foren oder in Gruppen, dass jemand mir etwas dann unterstellt, wo ich dann sage, okay, ist das jetzt mein Thema oder deins? Weil wenn ich ein sachliches Statement abgebe, wo ich eigentlich jetzt überhaupt keine Emotionen habe und das auch jetzt nicht meinen Werten widerspricht oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur eine sachliche Aussage tätige und dann kommen irgendwelche Anschuldigungen von wegen, ich bin jetzt gefrustet oder ich bin jetzt was weiß ich was alles, dann sage ich, okay, ist das jetzt mein Thema oder ist es dein Thema? Also nur auch das zum da auch immer etwas sensibel sein, dass es jetzt nicht heißt, wenn ich jetzt etwas wahrnehme in irgendeiner Art und Weise, dass das auch wirklich so gemeint war und dass das wirklich der Wahrheit dessen entspricht, der das jetzt von sich gegeben hat. Und darum ist es immer ganz wichtig, stelle sicher, dass dein Gegenüber hört, was du sagst. Also, dass er auch auf dieser Ebene wahrnimmt oder eben, dass ihr euch da auf einer Ebene einigen könnt. Stimmt, ist einfacher gesagt als getan. Und vor allem, es heißt ja immer, und das höre ich eben auch gerade von Kommunikationstrainern und so, du bist nur verantwortlich dafür, was du sagst, nicht was dein Gegenüber wahrnimmt. Das ist absoluter Bullshit, vor allem, wenn dir dein Gegenüber wichtig ist. Weil dann hinterfrage bitte, ob ihr jetzt wirklich vom selben sprecht, ob ihr auf der gleichen bevorzugten Ebene kommuniziert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommuniziere eben einfach klar und direkt. Und wenn du Wünsche und Bedürfnisse hast, kommuniziere auch die, dann brauchst du der andere nicht in normale Kommunikation mit hinein interpretieren. Das heißt, wenn du dann sagst, okay, ich wünsche mir von dir oder ich bräuchte das jetzt von dir, dann ist das auch wieder sachlich, aber trotzdem wird dann nicht automatisch in alles, was du sagst, dann eben diese anderen Ebenen mit hinein interpretiert. Verzichte auf Ironie, Sarkasmus und Andeutungen, wobei ja fallweise das Gegenüber das dann sowieso nicht versteht. Aber auch das ist jetzt wieder nur eine Vorannahme meinerseits, die mir immer wieder bestätigt wird. Und vermeide versteckte Hinweise und unterschwellige Vorwürfe. Das heißt, kommuniziere wirklich klipp und klar. Und wenn du nicht sicher bist, dass deine Botschaft richtig in der Form ankommt, wie du sie gemeint hast, dann frage einfach nach. Also vergiss das mit, du bist nur dafür verantwortlich, was du sagst. Wenn dir dein Gegenüber wichtig ist, dann bist du auch dafür verantwortlich, dass dein Gegenüber das so versteht, wie du es gemeint hast. Dann redet einfach drüber und interpretiert nicht Dinge hinein, die möglicherweise überhaupt nichts mit der aktuellen Kommunikation oder Diskussion zu tun haben.
Und wenn es jetzt nicht nur E-Mail oder sonstiger Schriftverkehr ist, dann achte im realen Gespräch auch immer auf deine Gestik und Mimik, weil die sagt meistens weit mehr über dich aus als die Worte an sich. Also nicht immer, aber immer öfter. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich über einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat, über ein Abo und die Glocke. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, stell sie in den Kommentaren oder komm in unsere Facebook-Gruppe und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Baba.